Weil wir richtig zählen, ist das jetzt 11-7 stehen. Hat in der Endrunde noch kein Spiel gewonnen, ist auch erst 8 Jahre alt und kann noch 3 Jahre auf Papier spielen. Altmeister Schaub, dessen Sohn bayerischer Spitzenspieler der Altersklasse 3 ist, meines Wissens. Begutachtet hier das Spiel von Christian Lommer gegen Falco Seifert. Martina Auenschild von Schalkhausen und Thomas Richter von Gruppen am besten natürlich sich bitte gemeldet. Martina Auenschild und Thomas Richter. Thank you.
Angela führt 18 zu 14 im Entscheidungssatz. Korrekt muss es jetzt 19 zu 14 stehen. Mal sehen, was gezählt wird. Anschluss bescheißt sich also schon wieder um einen Punkt selbst. Aber sie gewinnt dennoch dieses Spiel. Tatsächlich hat sich Angela wieder um zwei Punkte selbst gemogelt. Normalerweise müsste man also dauernd eingreifen, weil sie einfach nicht richtig zählen kann. Und leider nur zu ihren Ungunsten sich verzählt, beziehungsweise wenn sie sich zu ihren Gunsten verzählt, dann beschweren sich schon die anderen. Nur wenn sie sich zu ihren Ungunsten verzählt, dann halten sie verständlicherweise die Klappe. Falco hat 2 zu 0 gegen Christian Lommer gewonnen. Er hat jetzt aber vermutlich ein Spiel zu viel verloren, um sich zu qualifizieren. Wenn er im letzten Spiel bei 20 beide ein bisschen aufgepasst hätte und das Spiel vielleicht noch umgerissen hätte, wäre er eventuell qualifiziert. Nils Hüstadt, 5. bei der Seite, bis zum 5. Der 3. nicht eine Urkunde, das ist der Felix Leschner vom TV Herr Rieden. Herzlichen Dank. Hat sich damit für die Abreise der Jugend qualifiziert und auch für das Prinzip für Eisack, die in 2 Wochen hier in der Universität. Wie alle anderen, die ersten 4 sehen. 3. wurde der Gerhard Götz vom CDC Hüchner. Zweiter Michael Rober vom SV Seuker. Und Sieger ist der Michael Hoffmann vom FC Genau. Falco hat, wie eben gehört, noch eine geringe Chance, beim nächsten Turnier mitspielen zu können, wenn einer der qualifizierten Teilnehmer ausfällt. Angela hat hier den ersten Satz deutlich zu 11 verloren. Angela spielt hier übrigens neben dem Tisch von Sven Schau, bayerischer Vizemeister der Altersklasse 3. Das ist ja der Herr Schaub, der eben mitgelaufen ist. Auch Sohn eines Tischtennisspielers, mit dem ich viel zu tun hatte, gegen den ich aber sehr regelmäßig verloren habe. Ein äußerst sympathischer Lehrer übrigens. Das sind sie, Lehrer, der Herr Schaub mit seiner Frau, die Eltern von Sven. Und daneben Stefan Lommer.
Anschl hat auch den zweiten Satz deutlich verloren. Das letzte Spiel von Anschl gegen Fasold von Markendorf. Erster Satz ging glatt zu 11 verloren. Den 7 im zweiten Satz für Fasold, da noch einmal eine Vorhandgranate. Nicht, dass es heißt, wir hätten uns nicht gewehrt. Granate zurück. Ich bin hier schon wieder.